Ich würde vom Leistrennfahrer werden, weil es sind halt nur 20 Fahrer auf der ganzen Welt, die das machen können. Und das ist schon etwas Besonderes, wenn du einer von denen bist. Weil du gehörst dann zu den besten Rennfahrern auf der Welt. Und dann kann dir niemand mehr sagen, ja, du bist nicht am Gewinnen und du bist dies und das. Wenn du in der Formel 1 bist, bist du dabei. Dann ist es egal, ob du vorne oder hinten bist. Hauptsache, du gibst dein Bestes und du wirst von den anderen Fahrern respektiert. In der Nacht, bevor ich gefahren bin, konnte ich gar nicht mehr schlafen. Ich war so aufgeregt, wie ich war. Ich habe viel zu viel studiert, was ich machen kann, was ich machen muss, wie schnell ich sein muss. Und dort konnte ich mich gar nicht mehr entspannen können, so richtig, dass ich am nächsten Tag erholt bin. Eigentlich hat er mir sagen, wie am meisten gebracht, weil er ist ja selber ein Fahrer und kann auch einschätzen, wie ich mich gerade fühle als Rookie. Wie er das alles schon erlebt hat, er ist ja 2 Jahre Formel 4 gefahren. Und dann im 3. Jahr ist er halb gefahren und dort hat er in seinen ersten 3 Rennen von der Formel 4 gerade alles gewonnen. Dann ist er gerade aufgeschickt worden in die Formel 3, also schlecht ist er eben nicht. Es ist halt anders, weil du auch während dem Fahren reden musst mit ihm. Du musst genau sagen, was das Auto macht. Und da sind meine kleinen Schwierigkeiten, dass ich halt während dem Fahren mit ihm reden muss. Und das kann ich noch nicht so ganz. Aber nach jedem Lauf, wo ich mit ihm geredet habe, ist es einfacher geworden. Es sind sehr viele Faktoren, die da jetzt mitspielen, weil du kannst da Bremsbalance während dem Fahren einstellen. Aber dann musst du noch schauen, dass du im richtigen Moment schaltest und auch im richtigen Moment Bremsen tust, weil momentan ist das Bremsen das Wichtigste in der Formel 4, weil wir haben 160 PS und das ist jetzt halt nicht gerade so wie in einem Formel 1 Auto, wo du gerade die volle Beschleunigung hast. Da braucht es halt ein bisschen, bis der Punch kommt und deswegen muss man halt sehr schnell reagieren können. Die Erfahrung von Giorgio bringt mir sehr viel, weil er ist da 2 Jahre gefahren und ist halt auch sehr ein guter gewesen. Und im 3. Jahr hat man gesehen, dass er seine Erfahrung gerade den Sieg bringen kann. Er hat in Le Castle 3 Rennen an einem Wochenende gehabt und er hat alle 3 gewonnen. Und das ist erstaunlich. Und dort ist er auch gerade in die Formel 3 aufgenommen worden vom Jenser. Also seine Erfahrung hat mir auch sehr viel geholfen. Beim Otmar trainiere ich alles. Dort machen wir Krafttraining, Ausdauertraining, mentales Training. Schnell, und oben weg. Ja, genau. Sehr schmal, wo ich war, war es lustig. Wir haben das Training gemacht, alles gut. Am Abend bin ich heimgegangen und dann hat er am Ball angerufen und gesagt, du, das wird nichts aus ihm. Weil ich war echt eine Katastrophe. Früher habe ich nichts mit Ausdauer gemacht und Kraft habe ich auch nie etwas gemacht. Ich war eigentlich nur am Essen. Aber seit ich gesehen habe, dass es sehr viel Ausdauer und sehr viel Kraft braucht, habe ich gemerkt, dass ich das Training ernst nehmen muss. Und ab den Junioren habe ich angefangen auch zu trainieren und dann hat man auch gesehen, dass ich angefangen habe zu gewinnen. Ich denke nicht daran, was wir heute im Training machen, wie streng es wird, weil dann geht man schon negativ dorthin. Ich schlafe beim Weg, dass ich erholt dort ankomme und dann, wenn ich dort ankomme, dann sehe ich, was ich mache, was ich heute verbessern muss. Weil wenn du schon im Training sagst, ich habe keine Lust, dann musst du auch nicht fahren, finde ich. Weil jetzt musst du eigentlich durchbeissen und alles geben, wenn du etwas erreichen willst. Mit Otmar arbeite ich sehr gerne. Er hat mich eigentlich schon von klein auf angefangen zu trainieren. Dort war ich 10, als ich bei ihm das erste Mal war. Und wir kennen uns gut und er weiß auch, wo meine Schwächen und Stärken sind. Bei ihm bin ich, glaube ich, momentan am wohlsten. Hast du etwas zu mitten gehabt? Ja, ich habe Durst ein bisschen. Durst? Ja, gibt es noch eine Runde? Eigentlich gebe ich manchmal mental auf, wenn ich körperlich am Anschlag bin. Dann sagt mein Kopf, hey, du kannst nicht mehr und dann ist es fertig. Dann bringt er mich noch mehr am Anschlag, eigentlich über das Ziel hinausgeschossen, sodass, wenn ich das nächste Mal ankomme, dass ich dort weitermache, wo ich eigentlich aufgehört habe. Sodass es eigentlich immer stärker und stärker wird, sodass die Schmerzen immer mehr weggehen. Wenn du das erste Mal im Auto hockst, denkst du dir, boah, was ist das bloß, was ich da gerade mache.
Das war eigentlich ein Traum von mir gewesen und jetzt bist du gerade momentan drin. Du kannst es gar nicht realisieren, dass dich dein Ingenieur schon am Anschnallen ist. Und bis du den Motor laufen lässt, das ist ein komisches Gefühl. Der Giorgio hat mir halt beigebracht, dass hier in der Formel 4 sind eben halt alle Autos ähnlich schnell. Da hat er einfach gesagt, muss man mit sehr viel Selbstvertrauen einsteigen. Das ist das Wichtigste erstmal für einen Rennfahrer. Weil wenn man nicht mit einem sehr grossen Selbstvertrauen einsteigt, dann wird man ein Problem haben in den Rennen und auch in den Trainings und immer. Im Go-Kart hatte ich eigentlich nie Probleme mit dem Nacken, weil das ist eigentlich eine Gewohnheitssache. Nach 11 Jahren spürst du das gar nicht mehr. Du weißt, ich steige ein und den Muskel anspannen und weiß, wo meine Grenzen sind. Als ich das erste Mal in einem Formel-Auto reingekommen bin und mit 230 Sachen auf der Start-Ziel-Gerade angekommen bin und dann eine Vollbremse gemacht habe, habe ich eigentlich nur noch die Gürtel gesehen und nicht mehr die Straße. Und das ist halt so ein bisschen was. Wo ich gesehen habe, ja, das muss ich jetzt verbessern, das ist eigentlich ein grosses Problem. Und ja, das machen wir jetzt eigentlich regelmäßig nach dem Training bei ihm, und so dass ich wie beim Gocher das gar nicht mehr spüre. Gut, schön super bleiben in der Bewegung. 20. Okay. Gut. Ja. Dort geht es eigentlich um Konzentration und Kraft an den Beinen, Kraftausdruck sozusagen. Weil bei dem Computergame ist es lustig, dort sind eigentlich fast alle Rennfahrer angemeldet und das ist eigentlich so wie ein Online-Game. Und ich als Gamer, ich game ja viel auf der Playstation und habe sehr viel mit Reaktionssachen zu tun, weil ich halt nur so Reaktionsspiele mache. Und wenn ich zu ihm gehe, weiß ich genau, ah, jetzt muss ich das machen, muss ich mich da konzentrieren, muss ich das machen. Und dort sieht man auch, dass ich dort sehr gut dabei bin. Da habe ich eigentlich fast überall den Rekord und es ist noch lustig, so Sachen zu machen. Das ist eigentlich für alles. Für die Konzentration, für die Kraft an den Beinen, zum Gas geben, bremsen. Ja, ist eigentlich für alles gut. Also ich sage, heutzutage, ohne Simulatorvorbereitung kann man eigentlich nicht mehr in einen Rennwagen einsteigen, weil von A bis Z kommt das eigentlich überall vor, der Simulator. Und im Simulator lernst du, wie du mit den Gängen umgehst, wie du mit der Bremsbalance umgehst, wie du sie einstellen musst und wo du sie einstellen musst. Und da hast du auch alle Daten, die dir helfen. Einen eigenen Ingenieur hatte ich da, der mir geholfen hat. Und ja, das ist eigentlich so, der Simulator, den ich hier gefahren bin, ist eigentlich mit keinem anderen auf der Welt zu vergleichen. Was man aber nicht simulieren kann, sind die G-Kräfte, die man hat in einem richtigen Formel 4 Auto und das Gefühl, was das Auto macht. Das habe ich hier im echten Leben viel einfacher. Weil ich spüre da, was das Auto macht, wenn es anfängt zu rutschen, wenn ich untersteuere. Dort kannst du selber einstellen, entweder hast du viel Grip oder wenig Grip. Und das kannst du hier nicht. Da musst du mit dem Gasfuß schauen, wie du durch die Kurve kommst. Das ist gut. So musst du es fahren. Als Rennfahrer ist das eigentlich etwas ganz Normales. Das gehört eigentlich dabei, die Daten anzuschauen und auch zu wissen, zu verstehen, was da alles steht. Wenn jetzt jemand kommt und das sieht, der auch nichts mit dem Sport zu tun hat, dann kommt er gar nicht mehr draus. Aber ich habe mich direkt vom ersten Tag schon wohlgefühlt, als ich diese Sache gesehen habe. Ich bin gerade rausgekommen, was da steht. Und das sieht auch alles ein bisschen kompliziert aus. Aber wenn du mal verstehst, was da steht, dann ist es eigentlich ganz einfach. Und jetzt ist wahrscheinlich genau der andere Effekt, dass das Auto dann mehr bewegt hat. Als das erste Mal der Motor angegangen ist, war es unglaublich für mich. Wenn du weißt, du lässt gerade deinen eigenen Motor laufen von deinem eigenen Formel 4 Auto und das ist halt kein Go-Kart, das ist halt, da bin ich sehr stolz auf mich gewesen, was ich schon alles erreicht habe.
Ja, da wollte ich schon ein bisschen, mal schauen, wo das Limit ist in dieser Kurve. Und dann habe ich gemerkt, ich bin zu schnell, also ich wollte probieren, mehr reingehen in die Kurve, spitzer. Dann habe ich die Kontrolle vom Auto verloren, bin ein bisschen zu viel auf den Randstein. Dann hat es mich weggedrückt. Und da habe ich sehr Glück, weil die Kurve geht noch schräg gegeben. Und dann hat es mich von der einen Seite zu der Wand direkt auf die nächste hauen können, wäre ich noch schneller runtergekommen. Ja, also momentan habe ich eigentlich alles, was der Giorgio und der Luciano mir gesagt haben, immer gemacht. Und sie haben das auch sehr gut gefunden, dass ich das immer so gemacht habe, wie sie gesagt haben. And when you know the RPMs, just keep the RPMs. Don't keep pressing this bit, because otherwise you are all the time. Wir haben erstmal Daten angeschaut, wo ich mich verbessern könnte, aber weil ich ja noch das Gefühl brauche für das Auto, hat er gesagt, ich sollte nicht überstürzen, ich sollte jede Kurve etwas langsamer angehen. Schön, ruhig, nicht stressen und meine, ich könnte alles in eine Kurve gewinnen. Und das ist auch sehr gut, hat er gesagt. Ich konnte mich immer schön antasten können und am Schluss ist es gegangen. Hier bei der ersten Kurve kommt man mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, deswegen ist eigentlich der Bremspunkt sehr wichtig, dass man den gut verwischt und sehr viel Schwung mit in der Schikane mitnimmt. Bei der nächsten Kurve, die ist auch relativ schnell, aber vom Bauchgefühl her habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es zu schnell ist und dann, dass ich zu weit rauskomme und das mich dann weghaut, aber es ist immer wieder gegangen. Also ich konnte immer wieder schneller fahren können und es ist nie etwas passiert. Da, die nächste Kurve ist eigentlich eine Mutkurve, weil da ist man sehr schnell unterwegs wie bei der vorherigen. Und da darf man eben halt im Rennen nicht zu weit raus, sonst bekommt man eine Zeitstrafe. Und da bei der nächsten Kurve geht es steil gegeben. Und da muss man halt den Bremspunkt auch gut verwischen und sehr viel aufs Gas, weil es da auch steil gegen geht und da braucht man halt sehr viel Power. Da bei der nächsten Schikane ist lustig, weil da musst du jetzt komplett über den Curbs drüber hauen, damit du einen guten Exit hast. Weil wenn du da zu weit auf die Banane drauf kommst, kannst du dich gerade in die Wand hauen. Da bei den letzten beiden Kurven, also die zweitletzte ist auch wichtig, aber nicht so wie die letzte, weil die letzte ist eigentlich wichtig, weil es eine sehr lange Gerade ist und da muss man eigentlich eine sehr hohe Geschwindigkeit haben, dass man am Schluss bis zu der maximalen Geschwindigkeit raufkommt. Schon klar, wenn man in der Formel 4 ist, träumt man auch gerade von der Formel 3, dass man so schnell wie möglich hochkommt. Aber mein Ziel ist momentan, dass ich mein erstes Jahr allen beweisen kann, dass ich es kann. Dass ich gut genug bin, um irgendwann mal auch weiter aufzusteigen, in Formel 3 oder Formel 2 oder Formel 1 irgendwann mal hoffentlich. Das ist jetzt einfach mein Ziel, dass ich am Jens zeigen kann, dass er keinen Fehler gemacht hat, dass er mich genommen hat, dass ich der richtige Fahrer bin.